So, und da sind wir da bei The Forest. Nee, sind wir nicht. Doch. Nee. Weißt du gar nicht. Nee, sind wir nicht. Tschüss. Okay. Sind wir trotzdem noch? Ey. Warum bist du jetzt traurig? Abgründen 10 Sekunden weg für die neue Folge Nervenzusammenbruch 7 Uhr gesehen. Ich hab einfach gedacht, du hättest einfach nur so Frauenprobleme. Was? Hä? Hä? Einfach jetzt nicht so weiter ausbauen, einfach so stehen lassen. Das sind Frauen. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Sind das diese komischen Viecher, die immer vorher wegrennen? Warum rennen die weg? Ja. Also ich würde jetzt nichts sagen, dass mich in ein Gefängnis bringen könnte, aber... Warum? Keine Ahnung. Also muss wohl das ganze Blut an meinen Klamotten sein. Was ist denn dein Lieblingsspiel von... Fuck, wie heißt? Fuck. Egal. Von den Machern von Bayonetta? Nee. Ich weiß nicht mal, was die Macher davon sind. Platinum Games. Sag mir nix. Metal Gear Rising Revengeance. Oh. Du hast doch sogar einen Karren da vorne, ne? Ja. Warum brauchst du trotzdem länger? Keine Ahnung. So schnell bin ich auch nicht. Spiel von BioWare. Mass Effect? Was ist das für eine Frage? Was haben die eigentlich noch für Spiele gemacht? Warum fragst du überhaupt von BioWare? Keine Ahnung. Was erwartest du, was ich da antworte? Keine Ahnung. Die Typen, die da die ganze Zeit rumlaufen. Laufen da irgendwelche Typen in der Nähe rum und gehen dann wieder zurück? Ne, das sind einfach die Gags in dem großen Bogen weggerannt. Die spawnen hier immer in der Nähe und hauen dann ab. Bei mir werden langsam die Bäume knapp. Ja, bei mir auch. Bei dir sind mehr als bei mir. Ja. Und vor allem auch näher dran. Ja. Ich muss mal mit der Keijo gucken. Einfach nur, um dich damit zu nerven. Du hast bestimmt Doku-Gutschein angetan. Ja, aber da hattest du wenigstens noch Alkohol, um dich zu wehren. Hey, ich habe immer noch ein paar Kisten. Außerdem habe ich es dir nicht angetan, du wolltest es auch. Ja. Oh Gott, das hört sich. Das hört sich schon. Es war keine sexuelle Belästigung.
Gibt es eigentlich irgendein Spiel, das du dir mal vorgenommen hast zu spielen? Was? Irgendein Spiel gibt, das du dir mal vorgenommen hast zu spielen, aber nie gespielt hast. Nein. Weil ich alle Spiele, die ich mir vornehme, obwohl. Zählt es, wenn ich die vorbestellt habe, aber noch nicht habe? Ja. Ja, dann gibt es so ein Spiel. Und das ist Ja, was glaubst du? die rote tote Rache 2. Playblue, Crosstag Battle. Das ist mit Ruby drin. Ja. Ist das eigentlich der einzige Grund? Ja. Ich meine, wer will denn kein Ruby Fighting Game? Siehst du, alle melden sich nicht. Ich? Du möchtest keins. Ich habe allgemein kein Interesse an Volkenball. Ja, aber du hättest doch generell Interesse an einem Ruby Game, oder nicht? Das schon, aber ist ja nicht direkt ein Ruby-Game, weil Ruby-Charaktere drin vorkommen. Ja, doch, irgendwie schon. Er ist ja nicht dasselbe Universum, oder? Naja, doch, irgendwie schon. Wenn du in der Stage von denen spielst, schon. Du musst es halt so sehen. Das Universum ist dort drin. Die anderen kommen dann da rein. Oder andersrum. Wenn gleich wieder dunkel ist, dann pennen wir. Okay. Was hältst du denn von den Rittern der Kokosnuss? Kaninchen. Am Ende von Ding Ready Player One vom Buch kommt übrigens Ritter der Kokosnuss vor. Warum? Weil der da den kompletten Film nachspielen muss. Hast du denn Ruby gesehen? Ist diese Frage ganz sarkastisch gemeint? Ja, Ruby in Ready Player One. Hast du Ach gesehen so, oder nicht? ich habe den Film nicht gesehen. Ah. Ich habe nur das Buch gelesen. Die ist da drin. Ja, weiß ich. Für einen Und Frame. was ich bisher gehört habe über den Film, soll er eher mehr schlecht als recht sein. Hier ist gerade alles voll mit Nebel. Ja. Ich kann nicht mal die andere Seite sehen, die andere Küste. Ein bisschen was davon, die ganzen Bäume. Kumpel hat mir gesagt, er sei total toll. Aber dasselbe hat er auch über Infinity War gesagt. Und da weiß ich auch noch nicht, wie das sein soll. Der sagt mir mal nur, ich soll mir das angucken. Und jetzt schreibt er überhaupt nicht mehr mit mir. Guck dir mal Steins Gate an. Was kriege ich dafür? Nervenzusammenbrüche? Ich muss jetzt erstmal die ganzen Animes da durchgucken, die ich da hab. Keijo? Ja. Das auch. Was noch? Bakemonogatari. Ja, das ist irgendwie sowieso nicht weiter. Hagaren? Ja. Bakemonogatari habe ich weitergeguckt, habe eine Folge letzte Woche geguckt. Und das war die Folge, wo der das kleine Kind verprügelt hat, ohne Grund.
und sich dann noch gefreut hat darüber. Hier liegt einfach totes Wildschwein rum. Okay. Das wurde geskinnt, aber du hast Ach so. das Fleisch liegen gelassen. Ja. Ich hänge den Kopf davon jetzt auf. Okay. Ich halte das irgendwie auch voll komisch. Als wenn es so eine Handpuppe wäre. Ist das keine Handpuppe? Nein. Ist das keine Handpuppe? Nein. Jetzt habe ich auch endlich einen Bärbeutel. Hä? Wenn du gleich wieder zu den Köpfen kommst, dann wirst du sehen, was ich meine. Okay. Ich habe gerade eine Chimäre erschaffen. Also nicht ein Wolpertinger? Nein. So sieht kein Wolpertinger aus. Doch. Nein. Ich bezweifle, dass eine Chimäre so aussehen würde. Oder ja. Meinst du eine aus Hagagen? Hast du es gesehen? Noch nicht. Dann weißt du es auch noch gar nicht. Ja, aber es gibt keine Ziegen in dem Spiel. Und keine... wie hießen die Viecher nochmal? Das andere halt von Chimären. Ein Löwe? Ja. Was ist das? Was ist ein Löwe? Siehst du es jetzt? Warte, ich habe halt noch den Lockset aufgefüllt. Was ist da so witzig? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht das. Das ist halt einfach mal so ein Reh, dem so ein Wildschwein aus dem Auge rauswächst. Wie erinnert mich das an Little Big Planet? Du bist halt ein Sackboy. Du bist ein Sackboy. Nee. Okay, dann nicht. Regenbogen. Regnet's? Nee. Warum ist da ein Regenbogen dann? Ja. Hast du gerade geschossen? Vielleicht. Hier in dem Gebiet des Waldes habe ich mich halt wirklich nie irgendwie bewegt. Ich habe ein Standbild. Ich habe spitzkehlige Kahlköpfe gefunden. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Ja, du kannst ja wieder hinlaufen. Nee, ich habe diesmal oben gespeichert. Weil du die Knarre jetzt hast. Nicht nur deswegen. Spitzkehlige Kahlköpfe. Nicht nur deswegen. Ich mag das so sehr, dass ich so schnell laufen kann. Ach, fick dich doch. Hast du sie nicht mehr? Nee. Dann hol sie dir neu. Du weißt ja wie. Du kannst dir einfach die Old Gun Parts doch geben. Mach dir nicht den Weg dorthin. Weil ich werde da jetzt auch nicht nochmal hinlaufen. Ja. Und du hattest die ja eigentlich. Einfach nur die Old Gun Parts, nicht die Old Gun. Naja.
währenddessen das Holz, das du hier noch nicht holst. Obwohl, ich hole erstmal mein Fleisch dahin. Guckst du gerade nach, wie. Nee, ich habe sie mir gerade geholt. Gedacht, du guckst nach, welche Zahl das ist. Habe ich schon. Okay, irgendein Teil fehlt mir anscheinend. 1 und 6 brauchtest du. Ja, aber ich hatte danach davor gespeichert, bevor du mir die überhaupt gegeben hast, glaube ich. Was fehlt denn dann doch noch? Warte, jetzt habe ich mir ein paar geholt. Ich habe 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 fehlt mir noch, okay. Das ist das. Und das kann ich mir irgendwie nicht holen. Haben wir hier eigentlich auch schon ein Tor? Auf deiner Seite? Ja, das habe ich schon gebaut. Das ist hier oben. Und wenn da wir kann das. Ich mir den einen Teil da nicht holen. Wenn wir das hier komplett fertig haben, werden wir auch eine Mauer machen, die komplett alles, was Schnee ist, einschließt. Damit der Schnee nicht nach außen dringen kann, weil so funktioniert das. Mir fehlt einfach. Fuck, wie bekomme ich jetzt den achten Teil? Du guckst nach der Zahl und holst dir den. Ja, aber die funktioniert nicht, die Zahl, irgendwie. Dann Old Gun Part 8. Du guckst im Internet noch nach einer anderen Zahl. Auf welcher Ja, Seite mach bist es du gerade. denn? Steam. Bei Steam solltest du generell das nicht nehmen. Nimm, da gab es so eine Forest-Seite mit den ganzen Zahlen drauf. Ich such gerade. Hast du es gerade? Ich such's gerade. Was war nochmal das Command dafür? Add Item. Dann such einfach The Forest Add Item und dann findest du die Seite auch. Am besten noch mit Old Gun Part 8. Ah, da. Wie kann man denn nochmal die Fahnenfarbe hier ändern bei den. Das von hier aus? Nö, ich komme da nicht dran. Okay, das ist hier die entfernt. Okay. Klappt das denn auch? Ja. Ja. Die nehme ich nämlich auch mal die Seite dann. Oh nice, ich habe hier einen Soundbug. Heißt das, du bist schon wieder im in der Höhle? Nee. Guck doch Hallo. nach. Wenn ich in der Höhle wäre, würde ich ja Gas fliegen.
Oder Würde ich dir ja, empfehlen, einfach jetzt mal zu Dokumentation. speichern, wenn du die Knarre hast. Ja, mache ich. So, und rat mal, was hier natürlich wieder nicht fehlen darf, wenn wir hier eine Mauer haben. Das vergehende Baby? Nein. Ist hier ein Baby? Nee. Wie kommst du auf ein schreiendes Baby? Wegen Watch Together. Ja, aber warum Watch Together? Keine Ahnung. Ich weiß noch, was muss ich da das erste Mal angesehen haben. Ja, Harry Potter. Ja. Aber was fehlt denn in dem Lager, sobald wir da eine Mauer drumherum haben? Wehrgang. Ja. Du hast mich erschlagen. Ja! Mal sehen, ob ich dich schneller wiederbeleben kann, als der Baum dich hier killen kann. Ja, kann ich. Vor allem, wie der Baum dann trotzdem noch hingefallen ist, nachdem du tot warst. Ja. Macht mehr Sinn, wenn ich das schiebe, weil ich schneller bin. Sobald wir die Mauer haben, würde ich aber sagen, dass wir die Session beenden. Ja. Wieso schießt du Da auf können wir. mich? Was? Wieso schießt du auf mich? Ich habe auf die Mauer geschossen. Was wolltest du sagen? Dann können wir endlich das andere Projekt aufnehmen. Dass ich dann wieder zusammenschneiden darf. Du hast halt die Arbeit. Bin ich eigentlich weiß oder Mr. Mexikaner? Bist du nicht immer noch der Beanie-Typ? Ja, bist du. Der mit dem grünen Okay. Beanie, der überhaupt nicht zu der Okay. Klamotte passt. Wenn du das Licht ausmachst, kannst du schneller schlagen. Warum bist du Ich, eigentlich immer noch halb tot? weil ich noch kein Mädchen genommen habe, so. Warum höre ich das? Keine Ahnung. Ich fäll währenddessen schon mal die nächsten Bäume. Okay. Brauchen ja nur drei. Ach ja, so ein netter Soundtrack habe ich da. Der ist allerdings nicht so nervig wie Sid Meier's Soundtrack. Sid Meier Soundbug. Ja. Der ist so patentiert, ne? Ja. Sid Meier's Soundtrack-Themen. Sollte das knacken, wenn man den Arm ausstreckt? Dein eigener? Ja. Nee, ich habe hier nur irgendwo einen Arm rumliegen lassen. Ja, auch im Spiel sein. Nee. Wie streckt man denn bitte im Spiel seine Arme aus? Wenn man einfach ganz lange rumsteht und nichts macht. Oder wenn man dreckig wird. Brauchen keinen Baum mehr fällen, das ist jetzt genug. Da wollen wir Fiora. Kann schon mal reingehen in die Base.
Wie findest du denn Heilgarden bis jetzt? Das ist sehr langweilig am Anfang. Ja, am Anfang ist ja auch das, was dem Brotherhood viel zu schnell gemacht wurde. Brotherhood war es aber gut, deswegen. Findest du vielleicht nur, weil du Brotherhood zuerst gesehen hast? Nein, das ist generell besser, wenn es halt schneller gemacht wird, weil Das einiges ist. davon, das halt länger gemacht wird, das ist halt einfach langweilig. Das ist subjektiv. Da habe ich einfach weggedrückt immer. Ich fand die Anfang von beidem, Herr Galgen 2003 und Brotherhood, fand ich den Anfang immer noch den besten Teil davon. Die anfänglichen 20 bis 30 Episoden. Hat wirklich geregnet. So, dann speicher mal ab. Ich guck mal eben, ob da schon was gewachsen ist. Da ist was gewachsen, aber nichts Großartiges. Ist das für den Pfeffer weg? Ist noch nicht groß genug. Ernte ich trotzdem. Hier schreit wieder einer rum. Weil wir haben das Ding jetzt auch entfernt. Wo schreit denn da rum? Hinten im Hintergrund. Hier ist dann immer noch die Chimäre. Edward. Mit der Stimme. Das darfst du halt nicht mit D, das D darfst du nicht hören, das muss halt ein Doppel-T sein. Hast du schon gespeichert? Ja, deswegen verballere ich gerade meine Munition. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier diese Basis ausbauen und unser Winterresort verwirklichen hier. Bauen wir die Basis aus, indem wir ein Haus bauen? Beim Ja. Ausbauen? Nein, wir Okay. werden hier erstmal einen Wehrgang bauen. Ciao. Mit Magiekulis? Ja.